Abschnitt 1 von zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann. Wie der Struwwelpeter entstand. Dr. Heinrich Hoffmann, der Verfasser des Struwwelpeter, erzählt dessen Entstehung wie folgt. Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein ältester Sohn 3 Jahre alt war, ging ich in die Stadt, um demselben zum Festgeschenk ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der Fassungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter entsprechend schien. Aber was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen oder schlossen wie »Das brave Kind muss wahrhaft sein« oder »Brave Kinder müssen sich reinlich halten« etc. Als ich nun gar endlich ein Foliobuch fand, in welchem eine Bank, ein Stuhl, ein Topf und vieles andere, was wächst oder gemacht wird, ein wahres Weltrepertorium abgezeichnet war und wo bei jedem Bildchen säuberlich zu lesen war, die Hälfte, ein Drittel oder ein Zehntel der natürlichen Größe, da war es mit meiner Geduld aus. Einem Kind, dem man eine Bank zeichnet und das sich daran erfreuen soll, ist dies eine Bank, eine wirkliche Bank. Und von der wirklichen Lebensgröße der Bank hat und braucht ein Kind gar keinen Begriff zu haben. Abstrakt denkt dir das Kind noch gar nicht und die allgemeine Wahrnehmung, du sollst nicht lügen, hat wenig ausgerichtet im Vergleich mit der Geschichte »Fritz, Fritz, die Brücke kommt«. Als ich damals heimkam, hatte ich aber doch ein Buch mitgebracht. Ich überreichte es meiner Frau mit den Worten »Hier ist das gewünschte Buch für den Jungen«. Sie nahm es und rief verwundert »Das ist ja ein Schreibheft mit leeren Blättern«. »Nun ja, da wollen wir ein Buch daraus machen.« Damit ging es aber nun so zu. Ich war damals, neben meinem Amt als Arzt der Irrenanstalt, auch noch auf Praxis in der Stadt angewiesen. Nun ist es ein Eigending um den Verkehr des Arztes mit Kindern von 3 bis 6 Jahren. In gesunden Tagen wird der Arzt und der Schornsteinfeger gar oft als Erziehungsmittel gebraucht. Kind, wenn du nicht brav bist, kommt der Schornsteinfeger und holt dich. Oder, Kind, wenn du zu viel davon isst, so kommt der Doktor und gibt dir bittere Arznei oder setzt dir gar Blutegel an. Die Folge ist, dass wenn in schlimmen Zeiten der Doktor gerufen in das Zimmer tritt, der kleine kranke Engel zu heulen, sich zu wehren und um sich zu treten anfängt. Eine Untersuchung des Zustandes ist schlechterdings unmöglich. Stundenlang aber kann der Arzt nicht den Beruhigenden, Besänftigenden machen. Da half mir gewöhnlich rasch ein Blättchen Papier und Bleistift. Eine der Geschichten, wie sie in dem Buche stehen, sind rasch erfunden, mit 3 Strichen gezeichnet und dazu möglichst lebendig erzählt. Der wilde Oppositionsmann wird ruhig, die Tränen trocknen und der Arzt kann spielend seine Pflicht tun. So entstanden die meisten dieser tollen Szenen und ich schöpfte sie aus vorhandenem Vorrate. Einiges wurde später dazu erfunden. Die Bilder wurden mit derselben Feder und Tinte gezeichnet, mit der ich erst die Reime geschrieben hatte. Alles unmittelbar und ohne schriftstellerische Absichtlichkeit. Das Heft wurde eingebunden und auf den Weihnachtstisch gelegt. Die Wirkung auf den beschenkten Knaben war die erwartete. Aber unerwartet war die auf einige erwachsene Freunde, die das Büchlein zu Gesicht bekamen. Von allen Seiten wurde ich aufgefordert, es drucken zu lassen und es zu veröffentlichen. Ich lehnte es anfangs ab. Ich hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, als Kinderschriftsteller und Bilderbüchler aufzutreten. Fast wider Willen wurde ich dazu gebracht, als ich einst in einer literarischen Abendgesellschaft mit dem einen meiner jetzigen Verleger gemütlich bei der Flasche zusammensaß. Und so trat das bescheidene Hauskind plötzlich hinaus in die weite offene Welt und machte nun seine Reise. Ich kann wohl sagen um die Welt und ist heute seit 130 Jahren bis zur 100. Auflage gelangt. Von Übersetzungen ist mir bis jetzt eine englische, holländische, dänische, schwedische, russische, französische, italienische, spanische und eine portugiesische für Brasilien zu Gesicht bekommen. Ich muss dabei auch des sonderbaren Erfolges erwähnen, den das Büchlein anfangs in Frankfurt selbst hatte. In den ersten Monaten des Jahres 1846, nachdem der Struwwelpeter am vergangenen Christfest zum ersten Mal in die Kinderwelt getreten war, wurde ich oft von dankbaren Müttern oder entzückten Vätern auf der Straße angehalten, welche mich mit den Worten begrüßten. »Lieber Herr Doktor, was haben Sie uns für eine Freude gemacht? Ich habe da zu Hause ein 3-jähriges Kind, welches sich bis jetzt sehr langsam entwickelte und nun in ganz kurzer Zeit das ganze Buch auswendig weiß und ganz allerliebst hersagt. Ich versichere Sie, in dem Kinde steckt was.« Damals waren die Genies unter den Kindern ganz gemein geworden. Später sahen freilich die Leute ein, dass es nicht sowohl in den außergewöhnlichen Anlagen der Kleinen als in der glücklich getroffenen plastischen Diktion steckte. Trotzdem hat man den Struwwelpeter aber auch großer Sünden beschuldigt, denselben als gar zu märchenhaft, die Bilder als fratzenhaft, oft herb genug getadelt. Da hieß es, das Buch verdirbt mit seinen Fratzen das ästhetische Gefühl des Kindes.
Nun gut, so erziehe man die Säuglinge in Gemäldegalerien oder Kabinetten mit antiken Gipsabdrücken. Aber man muss dann auch verhüten, dass das Kind sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen und vier geraden Linien in der bekannten Weise zeichne und glücklicher dabei ist, als wenn man ihm den Laokoon zeigt. Das Buch soll ja märchenhafte, grausige, übertriebene Vorstellungen hervorrufen. Das germanische Kind ist aber nur das germanische Volk. Und schwerlich werden diese Nationalerzieher die Geschichte von Rotkäppchen, das der Wolf verschluckte, vom Schneewittchen, das die böse Stiefmutter vergiftete, aus dem Volksbewusstsein und aus der Kinderstube vertilgen. Mit der absoluten Wahrheit, mit algebraischen und geometrischen Sätzen, rührt man aber keine Kinderseele, sondern lässt sie elend verkümmern. Und wie viele Wunder umgeben denn nicht auch den Erwachsenen, selbst den nüchternsten Naturforscher? Dem Kinde ist hier alles wunderbar, was es schaut und hört, und im Verhältnis zum immer noch Unerklärten ist überhaupt die Masse des Erkannten doch auch nicht so gewaltig. Der Verstand wird sich sein Recht schon verschaffen, und der Mensch ist glücklich, der sich einen Teil des Kindersinnes aus seinen ersten Dämmerungsjahren in das Leben hinüberzuretten verstand. Meine weiteren Bücher der Art, König Nussknacker, Im Himmel auf der Erde, Bastian der Faulpelz, Prinz Grünewald und Perlfein entstanden aus derselben Absicht und aus derselben Ansicht. Immer aber ging ich von derselben Überzeugung aus. Das Kind erfasst und begreift nur, was es sieht. Aus der Gartenlaube, Jahrgang 1871, Nummer 46. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Elli, September 2010. Abschnitt 2 von Zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann. Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen. Wenn sie, ohne Lärm zu machen, still sind bei den sieben Sachen. Beim Spazierengehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Siehe mal, hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder. Gasker Struwwelpeter. Die Geschichte vom bösen Friederich. Der Friederich, der Friederich, das war ein arger Wüterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühle und Vögel tot, die Katzen litten große Not. Und höre nur, wie bös er war, er peitschte seine Gretchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Da mit der Peitsche zu sich schlich der bitterböse Friederich und schlug den Hund, der heulte sehr und trat und schlug ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friederich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ins Bett muß Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein, und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein, das muß ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Minz und Maunz, die Katzen, erhoben ihre Tatzen, sie drohten mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und licht. Es flackert lustig, knistert laut, grad wie es im Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohten mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kinn sogar. Und Minz und Maunz, die schreien ganz jämmerlich zu zwein, herbei, herbei, wer hilft geschwind, in Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 zu Hilf, das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar.
Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 wo sind die armen Eltern? Wo? Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. Die Geschichte von den schwarzen Buben. Es ging spazieren vor dem Tor ein Kohlbechraben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kaspar kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Möhrchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolaus mit seinem großen Tintenfass. Der sprach: Ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Mohr. Der Niklas wurde bös und wild, du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, beim Rock und West. Den Wilhelm und den Ludewig, den Kaspar auch, der wehrte sich. Er tunkte sie in die Tinte tief, wie auch der Kaspar Feuer rief. Bis über den Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolaus. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hinterdrein, und hätten sie nicht so gelacht, so hätte Niklas sie nicht schwarz gemacht. Die Geschichte vom wilden Jäger. Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an, nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint und lief voraus ins Feld geschwind. Er trug die Brille auf der Nas und wollte schießen tot den Has. Das Häschen sitzt im Blätterhaus und lacht den wilden Jäger aus. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er legte sich ins grüne Gras, das alles sah der kleine Has. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Has ganz heimlich zu ihm lief. Er nahm die Flint und auch die Brille und schlich davon, ganz leis und still. Die Brille hat das Häschen jetzt sich selbst auf seine Nas gesetzt. Und schießen will es aus dem Gewehr. Der Jäger aber fürcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit: Zu Hilfe, Leut, zu Hilfe, Leut! Da kommt der wilde Jägersmann zuletzt beim tiefen Brünnchen an. Er springt hinein, die Not war groß, er schießt der Has die Flinte los. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetass. Die schoss das Häschen ganz entzwei, da rief die Frau: O wei, o wei! Doch bei dem Brünnchen heimlich saß des Häschens Kind, der kleine Has. Der hockte da im grünen Gras, dem floss der Kaffee auf die Nas. Er schrie: Wer hat mich da verbrannt? Und hielt den Löffel in der Hand. Die Geschichte vom Daumenlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort nun geht die Mutter und, wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab, mit der großen scharfen Schere. Hey, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. Die Geschichte vom Suppenkasper. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien: Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien: Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, oh weh und ach, wies der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien: Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Die Geschichte vom Zappelphilipp. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will, also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt und trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie's dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit:
Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot, der Vater ist in großer Not, und die Mutter blicket stumm auf den ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Die Geschichte vom Hans Guck in die Luft. Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolkenschwalben schaut er aufwärts allenthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, das hat der Bursche nicht. Also, dass ihn jeder ruft, seht den Hans Guck in die Luft. Kam ein Hund dahergerannt, Hänslein blickte unverwandt in die Luft, niemand ruft. Hans, gib acht, der Hund ist nah, was geschah? Bautz bei Dautz, da liegen zwei, Hund und Hänschen nebenbei. Eins ging an Ufersrand, mit der Mappe in der Hand, nach dem blauen Himmel hoch, sah er, wo die Schwalbe flog, also dass er kerzengrad immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps, der Hans stürzt hinab kopfüber ganz. Die Fischlein sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass, ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen, und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, strecken das Köpfchen aus der Flut, lachen, dass man's hören tut, lachen fort noch lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Die Geschichte vom fliegenden Robert. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein, und im Felde patschte er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und Robert fliegt geschwind durch die Luft so hoch und weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit, an die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Elli, September 2010. Abschnitt 3 von Zwei Kindermärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann. König Nussknacker und der arme Reinhold. Ein Kindermärchen in Bildern. Freut euch und lacht, dafür ist's gemacht. Großmütterlein erzählt. Großmütterlein sitze zur Sommerszeit im Garten an kühler Linde. Da blühen die Blumen weit und breit und nicken im leisen Winde. Die Sonne geht bald hinab zur Ruh, es summen die Bienen noch eilig. Die Vöglein singen ein Lied dazu, bist es doch schön und heilig. Großmütterlein winkt, da kommen geschwind die Kleinen und knien daneben. Sie küsst auf die Augen in jedes Kind und lässt sich die Händchen geben. Du liebes, gutes Großmütterchen, du, wir bitten und betteln und quälen. Wir lassen dich wahrlich nicht eh in Ruh, du musst uns ein Märchen erzählen. Großmütterchen sprach, nun wohl es sei, ein neues erzähle ich euch heute. Ernst geht es und spaßig her dabei, jetzt still, ihr kleinen Leute. Da schweigt das Vöglein, die Biene setzt sich still in die Blume tief innen, die Kinder lauschen tief atmend jetzt, Großmütterlein will ihr beginnen. König Nussknacker und der arme Reinhold. Weihnachtszeit, o goldne Zeit, Bäume grünen weit und breit, wie in warmen Frühlingstagen, und die Kinderherzen schlagen in Beglückung, o wie fröhlich, in Verzückung, o wie selig. Schaut umher, es flimmern da, schaut umher, es schimmern da, kerzenhell in dunkler Nacht, augenhell in Funkelpracht. Denn es haben all die Gaben reich und glänzend sich enthüllt und die Brust mit Lust erfüllt. Dankend an der Eltern Arm drängt sich da der Kinderschwarm. Froher Jubel weit und breit, Weihnachtszeit, du goldne Zeit. Aber ach, nicht aller Orten ist der Tag in Fest geworden. Dort im Schnee die Hütte seht, wie sie so verlassen steht. Armut, Not und schwere Sorgen wohnen drin still verborgen. Mutterhand, so leis und lind, pflegt ein fieberkrankes Kind. Pflegt den einzigen lieben Sohn, schwer erkrankt nach Tage schon. In dem engen, stillen Raum grünt kein froher Weihnachtsbaum.
und kein heller Kerzenschimmer leuchtet durch das kleine Zimmer. Aber Liebe sorgt und wacht noch in später Mitternacht. Manche heiße Träne rinnt, Mutter betet für ihr Kind. Wenn ihr froh und glücklich seid, oh, dann denkt an fremdes Leid. Späte Nachts ist, Reinhold liegt, sanft im Schlummer eingewiegt. Mutter hat den kranken Jungen endlich in den Schlaf gesungen. Längst gestorben ist der Vater, ohne Schützer und Berater muss die Witwe nun allein ihrem Kinde alles sein. Müde schließt sie selbst die Augen, die so sehr die Ruhe brauchen. Alles schläft so still, Mäuslein huscht, wohin es will. Kätzlein unterm Ofen ruht, gar zu gut. Das Vöglein hat den Kopf gesenkt, weil es nur an Schlafen denkt. Schwach nur brennt der Lampe Licht, weckt den lieben Schläfer nicht. Wer jetzt etwas fragen will, frag leise, leise, still. Gesegnet sei der Schlaf der Nacht, euch, die ihr sorgenschwer gewacht. Schlafend ruhen sie, da verbreitet sich ein Lichterglanz hell und klar, und zum Bett des Kranken schreitet hin den Knabe wunderbar. Schimmernd leuchtet sein Gewand, trägt eine Lilie in der Hand. In der blonden Lockenglanz schmiegt sich leicht ein Blumenkranz. Süß ist seine Stimme Klang, seine Worte wie Gesang. Du lieber Reinhold, hör mein Wort, wach auf, du sollst zur Stund genesen, dir schau ich den Wink die Leiden fort, denn Schmerz sei wie ein Traum gewesen. Wenn alles sich auf Erden freut, wenn alle Engel jauchzend singen, dann sollst auch du die Festnacht heut nicht freudlos allein verbringen. Steh auf, ich will dein Führer sein, der muntern Lieder weiß ich viele, ich führ dich in ein Märchen ein und zeig dir wundervolle Spiele. Es führt nun der Engel den Knaben hinaus, hinaus aus der Stube, hinweg von dem Haus. Er führt ihn durch Wiesen auf sanftem Weg, durch Blumengelände und grünes Geheg. Hinweg war der Winter und all sein Weh, verschwunden das Eis, geschmolzen der Schnee. Die Luft war rein, voll Sonnenschein, im Bach der lustige Wellentanz, rings Frühlingslust und Sommerglanz. Da atmete Reinhold tief und frei, und alle Krankheit war vorbei. Und durch ein goldenes Tor hinein, in einen Saal voll Edelstein, da treten beide welche Pracht, das leuchtet und funkelt bei Tag und Nacht. Der Engel hat dem Knaben jetzt ein kleines Kästlein hingesetzt und spricht, spiel mit dem Häuschen drin, bis ich wieder bei dir bin. Und was auch sonst geschehen mag, es ist für dich ein Freudentag. Er sprach es und verließ den Ort, doch Reinhold setzte sich sofort und stellte die Häuschen hübsch in Reih und grüne Bäume auch dabei. Und mitten, wo es ihm gefällt, hat er die Kirche hingestellt. Die Häuslein stehen jetzt prächtig da. Nun gebt Achtung, was geschah. Sie fangen an, sich auszustrecken, sich rechts und links hinauszurecken. Sie werden höher, werden breiter, wachsen weiter, immer weiter. Die Tür, das Fenster und das Dach, es wächst alles Ungemach. Die kleine Kirche schießt empor und auch der grüne Baum davor. Was alles in den Häusern steht, wächst wie das Kraut im Gartenbeet. Und Schrank und Bett und Tisch und Stuhl, im Hof das Huhn, die Ent im Pfuhl. Der Hund, die Katz, der Ochs im Stall, die Töpfe und die Schüsseln all. Die Eier wachsen und die Braten, die Kuchen sind sehr wohl geraten. Und in den Häusern ganz geschwind wächst Vater, Mutter, Magd und Kind. Doch statt des Salz voll Edelstein schießt alles blauer Himmel ein. Und vorn, da steht an jeder Seite ein goldener Stuhl, bequem und breit. Nur Reinhold blieb das, was er war, ein Bursch von 6 bis 7 Jahr. Er ist vor Staunen starr und stumm und sieht sich sehr verwundert um. Und wie nun Reinhold steht und schaut und sich nicht rechts, nicht links getraut, da schallt von fern durch Markt und Straßen ein fröhliches Trompetenblasen. Dann immer näher klingt's herbei, laut wie jubelnd Lustgeschrei. Es wirbelt bald, bald tönt es lang im schmetternden Trompetenklang. Und der Trompeter schmuck und bunt, mit der Trompete an dem Mund, kommt prächtig blasend hergeschritten und stellt sich auf den Platz inmitten. Die Scheiben klirren, er bläst so froh, sein lustig Lied, es lautet so. Ich bin der famose Trompeter, wie ich, so bläst nicht jeder. Schnettereng, Schnettereng, Schnettereng. Es wird mir die Stadt fast zu eng. Ich blase so fröhlich und schnelle, das klingt so weithin und helle. Trarara, 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 der lustige Trompeter ist da. Nun blase ich auf Markt und auf Gassen, nun müssen sie alles verlassen. Schnettereng, 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 da gibt es ein großes Gedräng. Aus all den Winkeln und Ecken, wo sie auch immer stecken, trarara, 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 sie kommen von fern und von nah. Es kommen die Wilden, die Frommen, die Blonden, die Braunen, sie kommen. Schnettereng, 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 joch heißer, die Kinder im Meng. Nun regt er sich an allen Enden, es krabbelt hinter Türen und Wänden, von allen Fenstern grüßen, nicken, die braunen, blonden, schmalen, dicken, und Kinder hier und Kinder dort, und immerfort in einem Fort, von rechts, von links, aus Tür und Tor, ein Strom von Kindern quillt hervor, Prinz und Prinzessin wunderfein, Karl mit der Fahne hinterdrein,
der Kaspar gar durchs Fenster steigt, der Max sich mit dem Drachen zeigt, Mariechen bringt der Puppen zwei und Bastian seinen Kahn herbei, der Eduard kommt mit Helm und Flint, der Jonas Trommel blitzgeschwind, zwei Brüder schöne Blumen bringen und alle jubeln, alle singen. Reinholdchen, du Goldchen, wir kommen heran zu allerlei Spielen und Tänzen, wir winden und binden, dir, kleiner Kumpan, viel duftende Blumen zu kränzen. Wir freuen des neuen Gespielen und sehr, wir haben dir vieles zu zeigen, wir singen, wir springen, die kreuz und die quer, wie Vögel in grünen Gezweigen. Die Kinder spielten manches Spiel mit Reinhold, dem dies sehr gefiel. Noch niemals hatte so wie heut der arme Junge sich erfreut. Da kamen plötzlich in die Mitte zwei Herren mit sehr stolzem Schritte. Da war zuerst ein weißer Hahn, trug in der Hand eine goldene Fahn. Drauf waren zierlich dargestellt Nußblatt und Nuss im blauen Feld. Gar prächtig war der Herr und stolz, fast so steif als wie von Holz. Ein zweiter Gockel trat hervor, die Schreibfeder hinterm Ohr. Im schwarzen Rock erschien er hier und blickte erst in sein Papier. Sie krähten laut nach jeder Seite und sangen, dass man's hörte weit. Kikriki, mach Platz, ich bin ein Hahn und bin kein Spatz. Ich bin kein Spatz und bin ein Hahn. Jetzt geht erst das Spektakel an. Der König kommt in dieses Land, wir machen's jedermann bekannt. Und jedermann, so wird verfügt, muss heiter sein und sehr vergnügt. Wer murrt und knurrt und wer nicht lacht, mit dem wird kurz Prozess gemacht. Wer nicht mit Lichtern schmückt sein Haus, dem bläst das Lebenslicht man aus. Kikriki, das merken sie. Die beiden Kreher ziehen ab und durch die Straßen tripp und trapp, kommt's fernher und zuletzt ganz nah, und endlich steht er wirklich da. Der König, mächtig schön und groß, mit Zepter, Kron und roter Hose, ein stolzer Fürst voll Majestät, potztausend, welche Rarität. Nun öffnet er den weiten Mund, tut also seinen Willen kund. König Nussknacker, so heiß ich, harte Nüsse, die zerbeiß ich, süße Kerne schluck ich fleißig, doch die Schalen, ei, die schmeiß ich lieber anderen hin, weil ich König bin. Aber seid nicht bang, zwar mein Bart ist lang und mein Kopf ist dick und gar wild mein Blick, doch was tut denn das? Tu keinem Menschen was, bin im Herzensgrund, trotz dem großen Mund, ganz ein guter Jung, lieb Veränderung, amüsier mich gern, wie die großen Herren. Arbeit wird mir schwer, und da mag ich sehr, frommen Kinder sind, weil ich König bin. Nußknacker schwieg jetzt stille und schloss seinen großen Königsmund. Doch lärmend kam der ganze Haufen der Kinder zu ihm zugelaufen. Das war ein helles Lustgeschrei, die Flamme flattert hoch und frei, die Mützen flogen weit empor, und jubelnd sang der ganze Chor. Heil dir, du Knupperhans, hölzern in Pracht und Glanz, heil Knacker dir, beißen wie du wer kann's, Nüsse des Vaterlands, lässt du gewiss nicht ganz, heil Knacker dir. Und als das Lied zu Ende war, da rief die ganze Kinderschar, es lebe hoch, es lebe froh, der König Nussknackerio. Der aber war gerührt gar sehr, und sprechen konnte er gar nichts mehr. Die Krone vom Haupte tat und grüßte rings voll stummer Gnad. Er faßt sich nun endlich nach und nach, und spricht zu Reinhold, guten Tag, und der sagt frisch und wacker, schönen Dank, Herr König Knacker. Der König nimmt herauf das Wort, komm, setz dich in den Sessel dort, und passe auf, mein liebes Kind, jetzt kommt mein ganzes Hofgesind, und der Soldat zu Fuß und Pferd, und was sonst noch dazu gehört. Das alles zieht vorbei all hier, mit Artigkeit und mit Manier, und was von Künsten jeder weiß, das zeigt er dir auf mein Geheiß. Sie setzen sich, auf jeder Seite saß einer in Bequemlichkeit. Es kamen zwei, zuerst herbei, in roter und in grüner, die machten ihren Diener. Sie hatten schöne Kleider an, viele goldene Schnüre waren dran, und spitze Hüte trugen sie, die Augen keck aufschlugen sie. Das waren lustige Diener, Hoftänzer und Hofspringer, und sie rüttelten sich und sie schüttelten sich. Nun tanzten sie so sonderbar, dass alles stumm vor Staunen war. Sie trappelten und zappelten, dass die Arme und Beine rappelten, und wie im Takt sie sprangen, sie auch ein Liedchen sangen. Hanselmänner heißen wir, tausend Bossen reißen wir und sind kreuzfidel. Schickt herum im deutschen Reich, keiner tut's uns beiden gleich. Wahrlich meiner Seel. Tolle Sprünge hin und her, Arm und Beine wackeln sehr und es klappert laut. Heuschreck kann es nicht so gut, Flöchen selbst verliert den Mut, wenn er sowas schaut. Das Tanzen ist zu Ende jetzt, die beiden haben sich gesetzt, um von der Arbeit auszuruhen und sich etwas zugut zu tun. Weil endlich selbst ein Hanselmann vom Springen müde werden kann. Sie hatten Wein zu trinken und aßen Brot und Schinken. Die Köpfe waren rot und warm, sie lagen sich vergnügt im Arm. Ein Räuschlein hatten beide schon und sangen laut in hellem Ton. Brüderle, Brüderle, trink mir nicht mehr. Köpfle und Beinle, sonst werden zu schwer. Dann tranken sie die Flaschen aus und wankten selig fort nach Haus.
Der König sprach: In jeder kennt mein Leibgardistenregiment. Nürnberger sind es, schön verziert, die kommen nun hierher marschiert. Und was er sagte, es war wahr. Es kam die ganze Heldenschar in festem Schritt mit Trommelschlag. Der Letzte, der ging hinten nach. Sie schwenkten rechts, sie schwenkten links. Bald langsam, bald im Sturmschritt ging's. Bei einem rauen Kriegsgesang, da wurde ihm Angst und Bang. Wir sind wilde Kerle, wir, schlimmer als das Tigertier. Seht, das Auge blitzt voll Feuer, und der Mut ist ungeheuer. Da zittern die Leute an Arm und an Bein. Wir spießen, wir schießen und knallen da rein. Und als sie wussten gar nichts mehr, da präsentierten sie's Gewehr. Der Offizier rief laut und barsch: Plum bum herum, auseinander marsch! Sie ließen sich's nicht zweimal sagen, sie spürten Hunger in dem Magen, und ein jeder lief ganz geschwind zum Essen heim, zu Weib und Kind. Nun aber ging es hopp, hopp, hopp. Die Reiter kamen im Galopp, die Rosse schnaubten weißen Schaum, die Reiter hielten fest den Zaum. Trompeter blies den Kopf sich rot, sie sangen in der Herzensnot. Geht aus dem Wege, Weib und Kind, wir reiten durch die Straßen, das geht wohl schneller als der Wind, kommt übers Feld geblasen. Du frommes Pferdlein, wirf uns nicht, oh, wirf uns nicht herunter, dass keiner Arm und Beine bricht, wie's wohl geschieht mitunter. Doch eine Wolke oben hing, ein schwarzes, schweres Wolkending. Und endlich hielt die Reiterei in einer schönen langen Reihe. Doch eine Wolke oben hing, ein schwarzes, schweres Wolkending. Und in der Wolke saß versteckt Herr Wind, der gern die Leute neckt. Er streckte rasch den Kopf hervor und blies dem Letzten auf das Ohr. O weh, was nahm das für ein End? Am Boden lag das Regiment. Die Reiter schreien wie am Spieß, und der Trompeter kläglich blies. Nussknacker schalt die Stümper aus und schickte sie erzürnt nach Haus. Zum Kuckuck schrie er, fort zugleich, in eure Schachtel packt ihr euch. Der König sagte weiter und wurde sanft und heiter, die Kerle sind so gar nichts nütz. Jetzt aber kommt mein Leibgeschütz, das wird den lieben Kindern allen von allem Spiel zumeist gefallen. Und die Kanone kam herbei, man sah, dass sie geladen sei. Mit Zierlichkeit ging her vor ihr ein ganz schneeweißer Kanonier. Es war des König Lieblingskoch, der ganz nach guten Sachen roch. Er trug einen Löffel, schön von Holz, und sang mit großem Stolz. Kinder, nehmet euch in Acht, wenn hier die Kanone kracht. In dem Mund und in dem Magen werden euch die Kugeln schlagen. Zwar sonst bin ich kein Zuckerkoch, heute kanoniere ich noch. Aufgepasst, jetzt gebe ich Feuer, doch die Kugeln, die sind euer. Der Kinderangst war gar zu groß, da schoss er die Kanone los. Bum, bum, das war ein arger Knall, die Scheiben klirrten von dem Schall. Der böse Koch hat's gut gemacht, der Schuss grad auf die Kinder kracht. Doch er tat keinem einzigen Schaden, denn Zuckerwerk war drein geladen. Da flogen Nüsse und Rosinen und Brezeln, Mandeln, Apfelsinen und süße Dinge allerhand. Ein Regen war's von Zuckerhand. Dem Kasper flog es in den Mund, dem anderen in der Tasche grund, dem dritten fiel es in den Schoß. Juchhe, wie war die Lust da groß! Sie rafften auf, sie kauten wacker, es lachte laut der König Knacker. Die Kinder riefen: Lieber Koch, erschieße uns doch einmal noch. Der aber sprach: Ihr klugen Leut, es ist mein Pulver all für heut. Nun kamen Klapperstörche drei, geflogen durch die Luft herbei, über Kirche, Turm und Haus. Sie sahen ernsthaft wichtig aus. Ein jeder trug gar sanft und lind ein allerliebstes Wickelkind. Im Schnabel trug er's ganz genau, eins gelb, eins grün, das dritte blau. Und um ihren Hals in den Taschen, da war gar mancherlei zum Naschen. Doch Störche plappern gar zu sehr, da konnten sie nicht schweigen mehr. Die dummen Störche mussten eben zum Singen ihre Schnäbel heben. Wir fliegen übers blaue Meer, klipp klapp, und bringen kleine Kinder her, klipp klapp. Wir setzen hoch uns auf das Dach und lassen sie ganz allgemach im Schornstein zu der Küche herab, klipp klapp, klipp klapp. Nach heißen Landen ziehen wir fort, klipp klapp. Die lieben Kinder schlafen dort, klipp klapp. Sie schlafen in dem Mutterarm, in Blumenkelchen tief und warm. Dann brechen wir die Blumen ab, klipp klapp, klipp klapp. Wenn wir im Herbst nach Süden gehen, klipp klapp, dann sprecht auf fröhlich Wiedersehen, klipp klapp. Wir bringen euch was Süßes mit, in Reisetäschchen voll Biskuit. Wir geben's gerne und nicht knapp, klipp klapp, klipp klapp. O Klapperstörche, sagt warum, seid ihr denn nicht geblieben stumm? Wahrhaftig, keiner von euch dachte, dass er ein Kind im Schnabel brachte. Als ihr den Mund nun aufgesperrt, da fielen sie herab zur Erd und fingen, wie man denken kann, entsetzlich gleich zu weinen an. Die armen Wickelkinder nun, die werden sich wohl Schaden tun. Bewahre, nein, so geht es nicht, dass man sich Arm und Beine bricht. Wie sie am Boden eben sind, da wachsen sie ihm nur geschwind, empor zum munteren lustigen Knaben, wie je durch das Feld gesprungen. In Kleidern wie vorher genau, eins gelb, eins grün, das dritte blau. Sie halten sich für große Leute und springen ellenhoch vor Freude.
Die Störche stehen starr und schauen, sie können kaum den Augen trauen. Sie sperren auf die Schnäbel weit, ob solcher Wunderbarlichkeit. Dann klappern sie ihr Storchenlied und fliegen, dass kein Mensch sie sieht. Da brachten die drei Burschen dann den schönsten Weihnachtsbaum heran. Der war behangen und geschmückt mit allem, was das Auge entzückt. Ein Kerzenlicht auf jedem Ast, schier brach er von süßer Last. Goldglöckchen hingen mittendrein und Vöglein flogen aus und ein. Wer sehen konnte, meinte dies, sei wohl ein Stückchen Paradies. Die Buben aber setzten breit sich zu des Baumes Herrlichkeit. Sie aßen hungrig alle drei die Schüsseln leer mit Hirsebrei. Die goldenen Glöckchen klangen, die bunten Vögel sangen. Auf den Feldern, in den Wäldern, manchen Baum gar prangend steht, der von Linden, Frühlingswinden wird mit Blüten übersät, der in Hülle und in Fülle goldene Frucht am Zweige trägt, wo in süßen Wechselgrüßen Nachtigall und Finke schlägt. Aber saget, ob wohl ragend je ein Baum so voller Pracht, wie der reiche, dessen Zweige strahlen in der hellgen Nacht. Und noch wahrer und noch klarer, als die Lichtflut euch entzückt, glänzt aufs Neue all die treue Liebe, die den Baum geschmückt. Es kam nunmehr ein großer Zug, die Arche Noah war's, die trug gar mancherlei Getier herbei, das alles zog zu zwei und zwei, fromm aus dem Kasten durch die Stadt, ein Zug, der kaum ein Ende hat. Herr Noah ging in ernstem Schritt, es gingen Frau und Kinder mit, die jüngsten Noahs Kinder, die trappelten dahinter, der Regenbogen glänzte sehr, und vorn da flog die Taube her, und jeder Mann und alles Vieh sang eine schöne Melodie. Nichts als Regen 40 Tage, Regen, Regen immerfort, denkt euch Kinder, welche Plage, eingesperrt im Kasten dort. Eins ist, was wir tröstlich fanden, dass es bei uns trocken war, während unsere Anverwandten sind ertrunken ganz und gar. Das Ertrinken, das ist greulich, so zu sterben ohne Sarg. In der Arche war's abscheulich, aber doch nicht ganz so arg. Der König sprach im milden Ton zu Reinhold jetzt, du guter Sohn, die Sündflut ist vorüber zwar, doch böse Buben sind nicht rar, die sind noch lang nicht all geworden und finden sich an vielen Orten. Ein Zauberpröbchen kann ich dir in meinem Paschen zeigen hier. Die Kerlchen sind dir wohlbekannt, Hofschlingel werden sie genannt. Der König winkt, da kam herbei die ganze Strubelpeterei. Zuerst zeigt Strubelpeter sich, dann kam der böse Friedrich. Der Daumenlutscher lutscht es her, der Zappel Philipp hinterher, kam mit dem Tischtuch auf den Rücken. Hans aber wollte sich gar nicht bücken, weil stets sein Blick in Lüften hing. Dann Robert mit dem Schirme ging, vor Hunger ganz und elends her, kam Suppenkasper noch am End. Die Tintenbuben sprangen munter den Zug hinauf bald, bald hinunter. Vorüber war auch dieser Zug. Der König sprach, jetzt ist's genug. Du hast mein ganzes Volk gesehen, ich kann deshalb nach Hause gehen. Ich hab dir weiter nichts zu zeigen und will nun mehr zu Pferde steigen, um fortzureiten auf mein Schloss. Man brachte ihm das Schaukelroß. Das Schaukelroß gar reich geschmückt, wie sich's für einen König schickt. Und in den Sattler schwingt er sich, ein kühner Reiter meisterlich. Er hält am Pferdchen fest sich sehr, er schaukelt hin, er schaukelt her. Doch Reinhold grüßt mit Zierlichkeit und spricht mit viel Manierlichkeit. O knackrige Majestät, es tut mir leid, dass ihr schon geht. Zwar euer Mund ist groß und weit, doch größer eure Gütigkeit. Der König rief, leb wohl, mein Sohn, und ritt in schnellem Trab davon. Reinhold stand ganz verlassen in den öden, stillen Gassen. Da erschien in lichtem Glanz mit der Lilie und dem Kranz jener Knabe wunderbar, der zuerst sein Führer war. Und mit freundlichem Gesicht jetzt der Engel zu ihm spricht. Lass uns gehen, das Spiel ist aus. Lieber Reinhold, komm nach Haus, dass die Mutter nicht erwacht und um dich sich Sorge macht. Doch von all den schönen Dingen, die du heute hier geschaut, will ich dir ein Abbild bringen, wenn der frühe Morgen graut. Durch die grünen Wiesen schreiten, leicht hinwandelnd nun die beiden. Aber Kirche, Stadt und Baum werden klein, man sieht sie kaum. Winzig alles ganz und gar, wie es in dem Kästchen war. Reinhold tritt beim Lampenschimmer in die Hütte in sein Zimmer. Ruhig schläft das Mütterlein, auf den Zehen tritt er ein. Leise legt er schnell sich nieder, und der Schlaf umfängt ihn wieder. Als der frühe Morgen graut und durchs kleine Fenster schaut, da erwachen beide schon, und die Mutter sieht den Sohn, der noch eben krank gewesen, heiter blühend und genesen. Schönste aller Weihnachtsgaben, die ein Mutterherz kann haben, doch in herrlicher Verklärung glänzt die prächtige Bescherung. Hundertfacher Kerzenschein füllt das kleine Zimmerlein. Alles hat in später Nacht hier der Engel hergebracht. Weihnachtsbaum in vollen Prangen, wunderherrlich ausgeschmückt und mit allem reich behangen, was nur Aug und Herz entzückt. Da ist auch der Strubelpeter und der luske Trompeter. Nussknacker steht dabei, Hanselmänner sind es zwei. Ach, in Noah, Storch und Hahn, Häuser, Kirch und Baum daran. Reiterei und Fußsoldaten, die Kanone scharf geladen. Und daneben auf der Erd steht sogar das Schaukelpferd. Reinhold und Mutter sehen, staunen all die Sachen stehen.
Auch die Katze und die Maus gingen heute leer nicht aus. Kätzchen hat Milch zu lecken, Mäuschen aber in den Ecken an dem Honigkuchen frisst, darauf ein M von Zucker isst. Und am Baum die Glocken klingen und die goldenen Vögel singen. Nicht grämen sollt ihr euch und sorgen, Gott sendet seine Engel aus. Wen er beschützt, der ist geborgen und Frieden wohnt in seinem Haus. Und heilend auf die tiefsten Wunden legt mild die Hand allemal und mitten in den trübsten Stunden trifft euch der Freude Sonnenstrahl. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Elli, September 2010. Ende von Zwei Kindermärchen von Heinrich Hoffmann.